Wer ist der Grillmeister? Achtung, Achtung, Antwort gibt's. Uno, dos, tres. Die Pfennig-Weltmeisterschaft habe ich heute am Start. Und die ist natürlich international. Wir haben Spanien am Start mit Juan. Anni spielt für Mexiko. Gennaro für Italien. Und Christian für Deutschland. Und wenn einer auf Doping besteht, im Rucksack ist etwas drin, was euch dopen könnte. Rotwein, Mexiko, Nationalgetränk, Tequila, Sangria. Salud. Salud. Jetzt geht's an den Start. Ihr müsst den Grill aufbauen. Und zwar nach Zeit. Verstanden? Verstanden? Fair Play? Mit einer sensationellen Zeit von ein bisschen über 6 Minuten hat Spanien schon ziemlich vorgelegt. Ob das ein Omen ist für die Weltmeisterschaft, ich bin mir nicht sicher. An zweiter Stelle Deutschland. Christian, hast du gut gemacht? Mexiko an dritter Stelle. Mexiko hat Italien geschlagen. Jetzt steht dem Grillspaß gar nichts mehr im Weg. Außer euer Gegner. Jetzt heißt es Grill anzünden. Kohle, Anzünder und alles, was ihr dafür braucht, findet ihr in eurem Fennec Backpack. Los geht's. Ich bin mal gespannt, wer als erstes die Kohlen zum Glühen bringt. Was für ein bisschen, gell? Aus dem Sonnenfeuer. Ich weiß ja, bekanntlich liegt in der Ruhe die Kraft, aber bei denen ist das eher wie so ein Seniorenheim. Also ich glaube, dass die wahrscheinlich bei der nächsten Europameisterschaft fertig sind mit ihrem Grill. Quattro. Nehmen wir ein, wir werden die Weltmeisterschaft gewinnen mit 4 Kohlestückchen da drin. Ja, wir sprechen uns später. Ja. Uff, ich glaube nicht so gut. Wer lesen kann und gucken kann, ist klar im Vorteil. Bei diesem Grill muss man nicht wedeln. Ich wiederhole, muss nicht wedeln, denn dieser Grill hat quasi einen Magic-Kamin-Effekt. Wenn man den Grill zusammengebaut hat wie hier, legt man einfach die Grillanzünder unten in die Kante, nimmt dann den Rost für die Kohle, legt den Rost quasi auf die Grillanzünder drauf. Hier kommt die Kohle drauf. Und innerhalb von 5 bis 6 Minuten glüht die ganze Kiste. Speedy Gonzales, du bist die Letzte. Blas, blas, blas. Ja, wie sagt man so schön, Rom wurde nicht an einem Tag erbaut und der Grill auch nicht an einem Tag angezündet, zumindest wenn es um Anni geht. Die hängt ein bisschen hinten nach und deswegen werde ich jetzt eins sagen, wir sind ja Griller, wir helfen alle zusammen. Ich will mal sagen, alle Nationen mal zu Anni. Dankeschön, bitte. Wer keine Leistung bringt auf dem Spielfeld, da mangelt es an was? Am Training. Du musst extra Training machen jetzt. Ja.
Was hättest du gerne? Alle Jungs zu einem Bier einladen? Ja. Nein, ja. Das machen wir nicht, weil der Trainer ist gemein. 5 Liegestütz. Schnell. 5. Jesus. 1. 2. 3. 3. 4. 5. Bravo. Der Trainer ist ein Arschloch, gell? Ja. Ja. Leider hat das niemand richtig gemacht, deswegen gibt es hier für niemanden einen Punkt. Der Kampf geht jetzt in seine entscheidende Phase. Die Wurst muss perfekt werden. Ihr dürft sie einritzen, plattieren, ihr dürft machen, was ihr wollt damit. Nur, sie darf nicht verbrennen, sonst fliegt ihr vom Platz. Anni, warum machst du die Haut runter? Ist besser, das schmeckt. Ist besser mit dem Grill, mit dem Luft. Und weil es nicht schon schwer genug ist, kommen jetzt noch ein paar Quizfragen dazu. Und wer die als erstes beantwortet, kriegt immer einen Punkt. Es geht los. Wo fand nicht die letzte, die vorletzte Fußball-Weltmeisterschaft statt? Südafrika. Schätzfrage an jeden Einzelnen. Wie viele Tore wurden in der letzten WM zusammengeschossen? 11 Tore in der ganzen WM? Ja. 25? 256. 50. 171. Rekordzahl an jemals in einem WM-Spiel erzielten Tore. 12, aber ich weiß nicht mehr, wer die kassiert hat und wer sie geschossen hat. Italien hat gewonnen, 12 Tore. Es war die Schweiz gegen Österreich. Sehr interessant, du hast die Haut runtergemacht, gell? Ja. Weil dann schmeckt sie besser, sagst du? Ja. Und sie schaut besser aus. Ich habe erwartet, dass sie von der Wurst her schärfer ist. Endlich mal einer, der die Bratwurst nicht totbrät. Gratulation. Die ist nicht trocken wie ein Fußabstreifer. Super gegrillt. Die Wurst schmeckt einwandfrei, sensationell. Mamma mia. Dann könnt ihr euch bei den Italienern was abschauen. Die hat richtig Schärfe. Hoho. Ein Punkt gebe ich für die deutsche Wurst. War okay, aber mir ein bisschen zu langweilig. 2 Punkte gebe ich Mexiko. Interessante Wurst. Die hätte ein bisschen schärfer sein können. 3 Punkte, weil sie mich total überrascht hat, kriegt die spanische Wurst. Und 4 kriegt Italien. Und das bedeutet, Spanien ist Weltmeister. Da ist das Ding. Yeah. Jedes Jahr könnt ihr euch wieder bewerben. Bei Fennec oder bei mir. Einfach ins Facebook gehen, online gehen, Instagram, bei Fennec schauen. Beim nächsten Mal seid ihr vielleicht hier am Grill.